Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Schlagt Jesaja Kapitel 11 auf, Jesaja Kapitel 11. Was sind die sieben Geister, die vor seinem Thron sind? Jesaja Kapitel 11, ich lese vor Vers 1, da heißt es, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Das erinnert euch vielleicht an das Weihnachtslied. Es ist ein Ross entsprungen, wo es heißt in einer Zeile, von Jesse kam die Art. Und Jesse ist einfach nur eine andere Schreibweise von Isai, das ist derselbe Name. Von Jesse kam die Art, es ist ein Ross entsprungen, ja, ist ein Schössling hervorgegangen aus seinen Wurzeln, aus dem Stumpf Isais, aus dem Stumpf Jesses. Vielleicht erinnert euch das an das Weihnachtslied, es ist ein Ross entsprungen und es heißt hier eben, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Was ist damit gemeint? Ich lese vor aus Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Da heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und Isai war natürlich der Vater Davids, des Königs Davids. Und worum geht es hier eben in Jesaja Kapitel 11, Vers 1? Bei dem Stumpf Isais, bei dem Schössling, der hervorbricht aus seinen Wurzeln, das ist Jesus Christus. Was wir eindeutig erfahren aus Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Aber er ist eben nicht nur der Spross Davids, er ist auch die Wurzel Davids. Das heißt, er ist nicht nur der Nachkomme Davids, sondern er ist auch derjenige, der David hervorgebracht hat. Warum? Weil Jesus Christus Gott ist. Es geht hier um die Gottheit Jesu Christi. Jesus sagt, ihr Abraham war, bin ich. Natürlich, nach dem Fleisch stammt Jesus Christus von David und er wurde von der Jungfrau Maria gezeugt und es hat auch einen symbolischen Charakter natürlich, weil er eben auf dem Thron Davids sitzt. David war der Musterkönig sozusagen im Alten Testament, wie ihr das bestimmt wisst. Und Jesus Christus ist aber natürlich Gott im Fleisch. Gott wurde im Fleisch geoffenbart und das Wort wurde Fleisch und so weiter. Daher ist er auch die Wurzel Davids. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich wollte es nur klar machen, dass es hier um Jesus Christus geht, eindeutig, wir finden die Referenz dazu in Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Der ist und der war und der kommt, es geht hier um die Gottes Jesu Christi. Und was ich auch dazu sagen will, genauso wie im Johannesevangelium, wird auch in der Offenbarung des Johannes die Gottheit Jesu Christi sehr betont. Immer und immer wieder betont, wie wir dann noch später sehen werden. Aber schau in Vers 2, ihr seid in Jesaja Kapitel 11, Jesaja Kapitel 11, Vers 2, da heißt es, und auf ihm wird ruhen, also auf Jesus Christus wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Was sind die sieben Geister, die vor seinem Thron sind? Was wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 4 gelesen haben, das ist der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rats, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sieben Geister. Das sind die sieben Geister, die vor seinem Thron sind. Und nur zum Verständnis, das sind nicht irgendwie buchstäbliche Geister, das sind nicht buchstäbliche Wesen. Ich glaube nicht, dass das ist, was damit gemeint ist, sondern oftmals sagen wir auch, oh, du hast einen fröhlichen Geist oder du hast einen cholerischen Geist. Wir meinen damit nicht unbedingt einen tatsächlichen Geist. Natürlich, die Pfingstler würden das damit meinen, dass dann irgendwie ein Dämon des Cholerikertums oder das ist ein Dämon der Freude, gibt es sowas? Keine Ahnung. Aber das sind ja nicht irgendwelche tatsächlichen Wesen, sondern das sind Charaktereigenschaften. Okay, das sind Charaktereigenschaften, die damit gemeint sind. Und in diesen ersten Versen wird uns Jesus Christus vorgestellt, wird uns Gott vorgestellt mit seinen Charaktereigenschaften. Die sieben Geister, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, Verzeihung und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn.